Was denn? Hau mal den Champion! Hey, ich steh hier! Schmeckt aber gut, sag ich euch auch. Jetzt nach den beiden Guten Blatt. Tag, Meister, was war Ihr Frühstück? 3 Budweiser und 2 Blanz. Nachspielzeit Schweden, Polen, Gleichstand mittlerweile. 3 Minuten Nachspielzeit. Polen ist aber trotzdem raus. Oha. Noch ein Schluss. Das ist ein Ausschnitt von Bierball von Jerrys Geburtstag. Das haben wir noch nicht gewonnen. Auf jeden Fall bin ich schon fertig. Die anderen sind scheiße. Digga! Der Meister ist auch fertig. Nee, keine Ahnung. Ich bin auch dabei. Mit der Familie wird morgen telefoniert. Hier der Opa, Alter, wenn du mit Opa telefonierst, kannst du erstmal mindestens eine Dreiviertelstunde. Warte, zeig mal, das Konfetti hier ist nur noch ganz wenig. Eigentlich, ja, ist fast weg. Nächster Geburtstag. Heute erst Weißensee. Heute früh, ich muss erzählen, nach Gutenberg schon. Jetzt Weißensee, auch nochmal. 3-8 im Turm, dann später Mauerpark und da ist dann gar nichts mehr Gehirn sein. Mauerpark? Ja, Digga, irgendwer wollte Digga, Mauerpark. Digga, ich baue mir eine Mauer im Gehirn auf. Digga. Ich hatte ein Friedi oder Blanki. Ja, eigentlich wird mir nicht mehr. Hahaha! Hey, 19! Ja! Hast du schon mitgespielt? Hä? Hast du schon Bierball mitgespielt? Nee. Ja! Bierball! Bier! 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 Lebenslänglich! Offiziell die Person, die Bierballregel erstellt hat, dass man einen Schaum trinken muss. Du bist leider ein bisschen blöd. Komm, 5-3, wenn du dich fetzen willst. Also, er trinkt keinen Schaum. Digga, ich trinke den Schaum nicht beim Bierball. Die kennt mich alle am Arsch lecken. Du musst den Schaum. Ich trinke deine Mom aus. Ich geb dir aber sorry. Sonst gar nichts. Ah. Deine Mutter tropft, wenn ich komme. Flashback. Dieser Arsch ist so fett, fett. Was? Gediegen trinken wir hier in der Behausung von Herrn Johnson, unserem BODKA mit Fanta. Du hast getropft. Lag deine Mom tropft, wenn ich komme, ja. What? Was hast du gerade gesagt? End of Flashback. Man kann schütteln und man kann klopfen. Am Ende landet in der Hose trotzdem der letzte Tropfen. Ja. Schreiben Sie mal bitte nicht nur mit Ihrem Vibe. Meine Schwester, Digga. Ja, was soll ich sagen? Ey, Jeremy, ich hab dich lieb, Mann. Ich mag die Bedeutung vom Song. Was ist die Bedeutung? Die Bedeutung ist im Prinzip, dass es Menschen gibt, die eine bestimmte Ausstrahlung haben und dass jeder diese Ausstrahlung erreichen kann. Und wie? Indem man einfach so ist, wie man ist. Indem man sein Leben lebt und im Regen tanzt. Im Prinzip ist es die, ist es die Methode. Gehen! Wie ist das passiert? Das kann ich Ihnen leider auch nicht erklären. Ey, ich bin jetzt schon mies so, Digga. Was ist los? Okay, süß, süße Nachricht. Jerry, du bist toll. Ja. Also naja, gut Bierball spielen ist eine andere Sache. Oh, okay. Ja, aber alles gut. Aber wir haben dich lieb, Jerry. Muss auch was sagen. Hi. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Das erste, was ich über dich gesagt habe, ist, dass du heiß aussiehst, also. Oh, mashallah, hast du gehört, Jerry? Ja. So. Erstmal ein bisschen zu Schnitte, Alter. Schaum trinken ist nur was für Leute, die auch Sch** lutschen. Und durch für mich ein Fuck. Dann würdest du ja. Aber dann würdest du ja auch schmatzen. Dann würdest du noch trinken, hä?
Ich will. Biball. Oh mein Gott, ich hab genau reingeguckt. Oh, tschüss. Warte, Ey, stimmt, du bist der. Das ist der Marco. Der macht jetzt Party mit uns. Bierball! Heute wird es flüssig an mir! Ich möchte mich flüssig ernähren! Alright, good.